Mein Lieblingsakzent im Französischen ist dieser nach oben spitze Winkel. Ein kleines Dach, das mal ein A, E, I, O oder U krönt und die sonst so schnöden Vokale herausputzt. Ein Dach oder ein Hut. Im Deutschen gibt es ihn nicht. Dort müssen die Buchstaben nackt und ohne Akzent auskommen. Lediglich der Umlaut gibt den Vokalen mit seinen zwei Punkten eine halbwegs exotische Note. Auf Französisch heißt dieser Akzent nicht etwa toi, also Dach oder Chapeau, Hut, sondern circonflex. Circonflex, von lateinisch circumflexus, was so viel heißt wie umgebogen. Ursprünglich kommt der Akzent circonflex aus dem Altgriechischen. Dort kennzeichnete er die Länge des Vokals, auf dem er saß, und gab damit an, wie das Wort betont werden sollte. Im 16. Jahrhundert schmückte der Grammatiker Sylvius zum ersten Mal französische Wörter mit dem Akzent. Der Drucker Etienne Dolet benutzt den Zirkumflex, um ausfallende, also stumme Buchstaben zu markieren, wie in den Wörtern Péra, Zahlen, oder Vraiment, wirklich, wo der Akzent ein früheres E ersetzt. Kurzum, die Verwendung des Akzents war damals alles andere als einheitlich. Jeder Drucker suchte nach dem besten Mittel, die Aussprache im Schriftlichen wiederzugeben und stellte seine eigenen typografischen Regeln auf. Erst im 18. Jahrhundert wird die Verwendung des Accent Circonflex vereinheitlicht. Obwohl Rechtschreibreformer immer wieder versuchten, sie zu vereinfachen, sind die Regeln für diesen Akzent bis heute sehr komplex. Hier die wichtigsten. Ganz allgemein öffnet das Dach den Vokal, auf dem es sitzt. Das heißt, der Vokal wird etwas länger gesprochen. So zum Beispiel bei Age, Alter, Bart, Teig, Goût, Geschmack. In vielen Fällen zeigt der Zirkumflex, dass da früher mal ein S war. Gut zum Beispiel, Geschmack, vom lateinischen Gustus. Das S ist im Laufe der Zeit verstummt und etwas verbogen als Dach auf das U gewandert. In dem verwandten Wort Gustativ, den Geschmack betreffend, ist das S noch vorhanden. Ebenso bei Hôpital, Krankenhaus, mit Akzent, aber hospitalisé, ins Krankenhaus einliefern. Nicht immer steht der Accent Circonflex jedoch für ein verschwundenes S. Theatre, Theater zum Beispiel, kommt vom lateinischen Theatrum. Hier soll das A gedehnt werden. Daher der Akzent. Sprechen Sie also Theatre. Die richtige Aussprache des Accent Circonflex ist übrigens in Frankreich und vor allem in Paris ein bewusst verwendetes Erkennungsmerkmal der Bourgeoisie. Und so äfft man diese gerne nach, indem man den Accent Circonflex besonders übertrieben ausspricht. Théâtre. Manchmal, wie bei sur, sicher, und sur, auf, oder auch mur, reif, und mur, Mauer, hilft der Akzent, gleich geschriebene und gleich klingende Wörter zu unterscheiden. Sie sehen, auch für die Franzosen ist der Gebrauch dieses Akzents alles andere als einfach. Und deshalb behilft man sich mit kleinen Merksätzen. Le chapeau de la cime est tombé dans l'abîme. Wörtlich, die Spitze des Gipfels ist in den Abgrund gefallen. Diese Eselsbrücke kennt in Frankreich jedes Kind, um zu behalten, dass der Gipfel, cime, ohne Akzent geschrieben wird, der Abgrund, abîme, hingegen mit. Und wissen Sie was? Im Deutschen zierte auch mal ein Dach die Vokale. Besser gesagt, im Alt- und Mittelhochdeutschen. Alle Vokale ohne Akzent wurden damals nämlich kurz gesprochen. Erst mit einem Hut wurden sie lang. Sie kennen sicher alle das schöne Liebesgedicht, das so beginnt: Du bist mein, ich bin dein.